die Kunstkritik hat sich sehr stark gewandelt in den letzten 30, 40 Jahren. Wir haben im Augenblick eine relativ schlechte Situation, weil die Kunstkritik sehr unkritisch ist. Sie beschreibt die Bilder, sie ökonomisiert die Bilder und sie vermeidet jede gesellschaftskritische, politische Positionierung, auch kunstkritische Positionierung. Das gilt für die Fachzeitschriften und noch viel schlimmer natürlich für die Tagespresse. Das heißt, die Funktion, die Kunst eigentlich gewonnen hat, geht durch die Kunstkritik wieder verloren. Diese Diskussion wird nicht aufgenommen und man hat das an den letzten drei Dokumenten gesehen, wo also ganz gezielt, heftig genau diese Diskussion eigentlich geführt werden sollte. Genau das hat die Kunstkritik zum großen Teil nicht verstanden oder eben auch nicht wahrhaben wollen oder nicht mitmachen wollen. Immer wird gesucht nach dem schönsten Bild, nach dem neuesten Bild, nach dem neuesten Kurator, nach den neuesten Trends und so weiter und so fort. Und die Diskussion, die eigentlich geführt werden sollte, inhaltlich, die wird nicht aufgenommen. Insofern wäre es wichtig, dass die Kunstkritik sich heftig neu orientiert, vielleicht mal zurückguckt, was diskutiert wurde, nicht inhaltlich jetzt, aber das diskutiert wurde in den 50er Jahren ganz heftig, als es um die Rehabilitation der Moderne ging, als es um die Neubestimmung von Funktion von Kunst, Dokumenta 5 zum Beispiel, ging und so weiter. Da hatte die Kritik wirklich noch eine andere Funktion. Und das haben wir zum großen Teil verloren. Das gilt auch für die Kunstpädagogik. Wir haben es mit einer Bildwissenschaft zu tun, die eben diese Funktion von Kunst relativ wenig in den Vordergrund stellt, weil sie sich auch von künstlerischer Praxis zum großen Teil trennt. Kunstvermittlung muss sich ganz neu formulieren, auch in dem neuen Publikum. Wir haben es zum großen Teil mit einer Servicegesellschaft zu tun, die gewohnt ist, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Das können wir am besten mit traditionellen Formen machen, das widerspricht aber der Gegenwartskunst komplett. Insofern gibt es im Augenblick wenig Formate, die interessant sind, diesen Diskurs tatsächlich zu führen.